Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir mal ein U-Boot besuchen. Das liegt hier auf der Insel Rügen vor Sassnitz und das ist die HMS Otus. Damit ihr mal seht, wie groß das U-Boot ist, fahren wir erstmal außen am U-Boot vorbei. Das U-Boot hat eine stolze Länge von 90 Metern. So, jetzt haben wir es uns nicht nehmen lassen. Hier in Sassnitz liegt auch noch ein U-Boot, ein britisches. Und das schauen wir uns mal an. Was ihr nicht erleben könntet, wie es hier riecht. Hier riecht es nach Maschinenöl. Vor uns Torpedorohre, 6 Stück. Wenn das Boot voll bewaffnet war, lagerten hier 21 Torpedos. Und zwar vom Typ Tigerfisch. Militärisch schießen die auch MK24. Sehr schön. So, hier wird schon lustig. Das ist sehr eng für einen alten Mann. Durch diese verschließbaren Schotten wurde das Boot übrigens in 5 Sektionen unterteilt. Jeder der 68 Mann Besatzung hatte übrigens eine eigene Koje, aber keinen eigenen Spind. Wenn ich mir die Kojen so anschaue, sehr groß durfte man als U-Boot-Fahrer wohl nicht sein. Wir befinden uns übrigens auf der HMS Otus. Ob hier jemand weiß, wofür diese ganzen Ventile und Regler sind? Na, ich glaube es nicht. Und hier ein Raum mit noch mehr Kojen. Irgendwo mussten die 68 Mann Besatzung ja untergebracht werden. Hier ist noch eine Erläuterung zur Atemluft. So, Abfall könnte man auch entsorgen hier. Waste Disposal System. Und von einem zum anderen Deck auf diesem U-Boot kommt man nur durch diese wirklich kleinen runden Schotten. Für die ganzen Besucher hier wurde es natürlich schon weich abgepolstert. So, wenn ich jetzt hier die Regler aufdrehe, ob wir dann sinken? Ich weiß es nicht. Für alle, die wissenshungrig sind, hier haben wir dann auch noch
ein Schnittbild der HMS Otus. Da könnt ihr selber nachlesen, ja, wie es aufgebaut war. Und hier ist noch ein Wachplan. Ich glaube, für die. Ja, und hier ist der Raum für die Leute, die auf Bereitschaft waren. Besucher hier in dem U-Boot wurde es extra hell gemacht. Hier ist die Unterkunft der Offiziere. Die Betten sind auch nicht viel größer. Und nebenan, neben dem Wachraum, der Sonarraum. Hallo, junger Mann. Bitte SOS. Also Nahraum. Okay, damit wir auch nirgendwo gegenfahren. Die Kapitänskajüte. Auch nicht wirklich komfortabel. Aber wenigstens konnte er hier allein schlafen. Niemand, der geschnarcht hat. Echolotanlage, was natürlich sehr gespenstisch gemacht ist hier. Die Geräuschkulisse, aber das wird extra für uns eingespielt, damit wir auch ein ordentliches U-Boot-Feeling bekommen. So, hier ist die Periskopanlage. Hier haben wir dann den Platz für den Steuermann. In den Piratenfilmen sieht das auch immer anders aus. Und die Kommandobrücke. So, wo fahren wir denn heute hin? Okay, ich glaube nach England oder über den Atlantik. Schauen wir mal, was heute im Hafen von Sassnitz so los ist. Okay, das sieht nach den Toiletten aus. Nicht sehr bequem. Also größer als 1,70 Meter war hier wohl nicht so angesagt in den U-Booten. Der Waschraum war auch eher unbequem. Dieselabgasmast. Okay, also wissen wir schon, wir haben ja eine Dieselanlage. Wahrscheinlich eher dieselelektrisch. Ui, die Bordküche. Was gibt's denn heute? Oh, keiner was vorbereitet. Oh, na toll. So, jetzt wird's wieder schwierig. Oh, zwei riesige Dieselmotoren. Mit je 1840 PS. Nicht schlecht.
So, jetzt sind wir noch bei den Dieselaggregaten. Sehr schön, jeder Zylinder einen eigenen Drehzahlmesser. Und falls jemand noch was reparieren will, hier ist auch noch das notwendige Werkzeug. So, hier geht es etwas tief nach unten. Vermutlich ist hier der Antriebsschrank, also die Antriebswelle. Und die Elektromotoren. Okay. Das U-Boot hatte übrigens zwei Elektromotoren mit jeweils 3000 PS. Klar, auf Tauchfahrt kann man kein Diesel benutzen, da braucht man eine Elektromaschine. Hier sind all die Spannungen und Stromstärken. 100.000 Messinstrumente. Ob die jemals von irgendjemand beherrscht worden sind, also alle gleichzeitig, ich glaube nicht. Aber sehr interessant, alles sehr robust. So, hier ist auch noch der Schlüsselschrank. Mal gucken, wo wir hinwollen. Und hier haben wir wieder, oh, eine ganz tolle Luke für uns. Na toll. Versuchen wir durchzukommen. Also, was ich noch nicht erwähnt hatte, dieses U-Boot ist ziemlich groß. Mannschaftsraum im Heck. Okay, wir sind schon im Heck. CO2-Absorber, gut, dass wir auch genügend Sauerstoff haben, wenn wir unter Wasser sind. Und jetzt sind wir auch schon ganz im Heck und dann geht es auch gleich nach oben. Sehr schön. Und die Ruderanlage. Die Ruderanlage wird gut verschlossen, damit niemand Unfug machen kann. So, und jetzt kommt noch eine kleine Treppe nach oben. Dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ah, okay. Wir befinden uns ja übrigens im Hafen von Sassnitz. Das ist hier was für Leute, die auch ein bisschen schwindelfrei sind. Ich habe auch das Gefühl, das U-Boot liegt nicht ganz gerade. So, und das war schon unser kompletter Rundgang auf der Otus. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir Kommentare und wenn ihr hier in Sassnitz seid, kommt vorbei und schaut euch das U-Boot-Museum an. Es lohnt sich auf alle Fälle. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde.